unschuldig in Haft. Für bis zu 100 Österreicher im Jahr wird dieser Albtraum Wirklichkeit. Für den Unternehmer in Wien ist er diese Woche zu Ende gegangen. Ursprünglich hatte ihn das Gericht zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach 1,5 Jahren hinter Gitter konnte er nun seine Unschuld beweisen. Doch mit viel Wiedergutmachung vom Staat darf er nicht rechnen. Die Justiz zahlt ihren Opfern gerade einmal 20 bis 50 Euro Entschädigung pro Tag in Haft. Während man in anderen Ländern unschuldig hinter Gitter reich werden kann. Andreas Wetz und Mathis Katnick berichten. Mein Name ist Sedat Kocs und ich war 18 Monate unschuldig im Gefängnis. Inzwischen ist er wieder frei. Und hier ist er eingesessen. Am Landesgericht Wien endet am Dienstag sein langer Kampf gegen ein Urteil, das für ihn eigentlich 11 Jahre Strafhaft vorgesehen hat. Die schwierigste Zeit war die Erstinhaftierung, wie ich festgenommen worden bin. Dann kommst du mit anderen Häftlingen in eine Zelle. Wenn du die Häftlinge anschaust und dich selbst anschaust, also man sagt schon, ich passe da nicht hinein. Und das ist dann schon die schlimme Zeit, ja. Gelandet ist Kocs in der Zelle, weil ihn ein ehemaliger Geschäftspartner mit einer Falschaussage in ein Mordkomplott hineingezogen hat. Aus Rache. Die Gerechtigkeit hat seinen Weg gefunden. Und ich bin halt, war sehr erleichtert, dass ich meine Unschuld bewiesen habe. Wenn der Rechtsstaat Unrecht spricht. Das kommt öfter vor, als man vielleicht glaubt. Die Statistik des Justizministeriums zeigt, dass immer wieder Menschen unschuldig in Straf- oder U-Haft landen. Im Jahr 2022 waren es 81. Und das bei bundesweit 26.000 Verurteilungen. Was macht die Haft mit Menschen, die unschuldig eingesperrt sind? Ich bin Louis Buen, verheiratet, 2 Kinder. Der liebe Staat hat mich ein Jahr ins Gefängnis reingesteckt, als unschuldiger Mensch. Eingesessen ist er hier. Hinter den Mauern der Justizanstalt Villingen in Baden-Württemberg dämmert der Facharbeiter im Jahr 2019 genau 360 Tage lang seinem Prozess entgegen. Der Grund? Ein V-Mann der Drogenfahndung hält ihn für einen internationalen Suchtgiftboss. Und da, wo ich gesessen bin, das vergesse ich nie mein Leben, solange ich lebe. Aber die Zelle sah 2,5 mal 3 Meter. In der Zelle war Toilette drinnen, mit Vorhang. Wir waren zu zweit in einer Zelle. Eine Stunde habe ich ja Hofgang gehabt, sonst 23 Stunden in der Zelle drin. Das war schreckliche Zeit meines Lebens. Der deutsche Staat hat versucht, ihn dafür zu entschädigen. 9.000 Euro sprechen ihm die Behörden als Entschuldigung für ein Jahr Gefängnis, ein Jahr Leiden zu. Abzüglich 2.000 Euro für die tägliche Essenslieferung auf die Zelle. Ordnung muss sein. Ein Monat nach Nuhis Entlassung erhöht Deutschland die Haftentschädigung von 25 auf 75 Euro pro Tag. In Österreich liegt der Wert zwischen 20 und 50 Euro. Ist das fair? Das ist ein lächerlicher Betrag, ja, in der heutigen Zeit, wo die Inflation weiß ich nicht, wie viel ist. Und dass man halt nur zwischen 20 und 50 Euro pro Tag Haftentschädigung bekommt. Man sollte es mit Maß und Ziel, also 1.000 Euro, glaube ich, das wäre ein gangbarer Weg. Aber 20 bis 50 Euro, im Gesetz steht 20 bis 50 und dann wird immer nur 20 genommen, ist das auch unlustig. Und wie steht Justizministerin Alma Sadic dazu? Ein Interview bekommen wir nicht. Ihr Büro teilt uns mit. Eine Änderung des strafrechtlichen Entschädigungsgesetzes ist nicht im aktuellen Regierungsprogramm vereinbart. Es geht auch anders. Ganz anders nämlich. Ich heiße Alfons Wensdorf und war eine Woche in England unschuldig in Untersuchungshaft. Gegen den Unternehmer und Lobbyisten haben die Behörden schon mehrfach ermittelt. Manchmal erfolgreich,
etwa wegen Beweismittelfälschung. Manchmal aber auch nicht. So wie in Großbritannien, wo ihm der Übermut der Ermittler eine Woche U-Haft und sagenhafte 430.000 Euro an Entschädigung eingebracht hat. Na, wenn ich das vorher gewusst hätte, ich wäre ein halbes Jahr dort geblieben. Ich hätte denen gesagt, lass mich ja nicht raus, zahl's weiter. Ja, weil ich habe noch nie so viel Geld ohne Verantwortung in einer Woche verdient. Zur Höhe der Haftentschädigung in Österreich hat er eine klare Meinung. Es ist eine Frechheit. Ja? Schauen Sie, es gibt Leute, die sich ihr Leben nehmen nach so einer Sache, ja? Oder während so einer Sache. Es gibt Leute, wo Ehen kaputt gehen, wo Verhältnisse zu Kindern kaputt gehen. Ja? Also das ist schon, das wiegt schon fast schwerer wie Geld, muss ich sagen. Mensdorf glaubt, dass auch die Behörden in Österreich oft Fehler machen und Personen wie er allzu oft unschuldig in U-Haft gehen. Ich glaube, dass manche der Ermittlungsbehörden auch ein bisschen zu einfach sich machen. Ja? Man braucht immer einen Schuldigen, nicht? Auf jeden Fall bei den politisch angehauchten Sachen, sagen wir es einmal so. Ja? Dort ist es ganz leicht, weil da über jeden, über den man irgendwas verhängt oder ewig ermittelt, denkt das Volk unter Anführungszeichen sowieso, na, das sollen die nur, die Sau sollen es noch anstehen, herpacken. Ja? Ob er dann was angestellt hat oder nicht, ist völlig wurscht. Das heißt, die Gewinner sind immer die Ermittlungsbehörden, weil sie haben eh einen in der Reißen. Etwas gewählter drückt er hier seine Kritik aus. Strafverteidiger Wolfgang Brandstätter war einst Justizminister und Verfassungsrichter. Warum abseits der U-Haft auch immer wieder Unschuldige bei Gericht verurteilt werden, habe mit den vielen Laienrichtern in Österreich zu tun. Bei den Geschworenengerichtsverfahren haben wir natürlich strukturell bedingt eine besondere Anfälligkeit für Fehlentscheidungen. Das liegt eben in der Natur dieser Geschworenengerichte. Ja, das liegt daran, dass einfach hier Laienrichter alleine entscheiden über die Frage, schuldig oder nicht schuldig. Und das ist natürlich schon letztlich insofern ein Problem, als man dann diesen sogenannten Wahrspruch, das heißt doch so im Gesetz der Geschworenen, nicht wirklich bekämpfen kann. Ich habe nur die Möglichkeit, die Fragestellung durch die Berufsrichter zu bekämpfen. Ich kann sogar versuchen, auf Umwegen eine Wiederaufnahme oder eine neuerliche Aufnahme des Verfahrens zu erreichen im Rechtsmittelverfahren. Aber das ist alles eher unrealistisch. Kritik am System der Laienrichter gibt es immer wieder. Und immer wieder verweist das Justizministerium darauf, dass das so in der Verfassung steht und damit quasi in Stein gemeißelt sei. Der Fall des nächsten Sedat Kocs ist wohl nur eine Frage der Zeit.